Freitag, der 18.12.2015. Und ich habe gerade meine Snapchat-Follower zugespammt. Nein, ich habe meine Snapchat-Follower als Versuchskaninchen missbraucht. Und zwar, wenn Kunden eventuell Snapchat als Marketingkanal einsetzen. Und um mal zu sehen, wie Snapchat damit klarkommt, Fotos direkt an User zu senden, wie das mit dem Teilen da so klappt, wie das überhaupt gehen könnte. Ja, habe ich meine Follower mal zugespammt mit einem Bild. Wer mir über Snapchat folgt, hat es ja gesehen. Das blende ich jetzt auch nicht ein als Snap des Tages. Ja, jedenfalls ist es ja nur so bedingt möglich. Also es macht sich definitiv besser, Snapchat so zu nutzen, dass man die Bilder dann in der öffentlichen Story veröffentlicht und nicht direkt an User sendet. Wenn man zu viele User anklickt, ist Snapchat irgendwie total überfordert damit. Also ist nicht so schön. Man schmiert Snapchat so wie jetzt gerade einfach mal ab. Dann also lieber ein Bild machen, meinetwegen noch bemalen und so und dann in die öffentliche Story packen, als ein Bild vorher zu machen und in Snapchat zu öffnen und an alle User zu schicken, die einem folgen. Das ist nur bedingt empfehlenswert. Naja, aber nun wissen wir das. Und für alle, die mir bei Snapchat folgen und hier dem Vlog folgen, keine Angst, ich mache das jetzt nicht jeden Tag und promote das Vlog da drinne. Das war, wie gesagt, nur ein Test. Wann habe ich letztens Schnürsenkel gekauft? Das ist noch keine 2 Wochen her, oder? Vor vier Tagen sind die Schnürsenkel gerissen. Habe ich mir bei Amazon Schnürsenkel rausgesucht, bestellt. Extra stabile, extra starke, extra lange. Länger wie 1,20, wie ich sie da damals gekauft habe. Weil 1,20 war selbst noch ein bisschen kurz. Tja, und was soll ich sagen? Habe ich Mittwoch bestellt, gestern kam sie an. Ich wollte erst sagen, naja, die Schnürsenkel waren vielleicht nicht für Schuhe für draußen geeignet, aber also wie viele Schuhe mit Schnürsenkel habt ihr denn, die ihr im Haus tragt? Das ist doch Quatsch. Die müssen für draußen eigentlich gedacht sein. Und dann braucht sich der Einzelhandel doch nicht wundern, wenn man lieber online bestellt. Wie gesagt, Mittwoch bestellt, Donnerstag waren sie da. Länger als 1,20. Stabiler. Ich erwarte nicht vom Einzelhandel, also vom Geschäft um die Ecke, dass er alle Schnürsenkel parat und auf Lager hat, aber ich erwarte eigentlich, dass er mich berät, fragt wofür und im Zweifel anbietet mir auch noch ein paar andere zu bestellen. Dann gehe ich gerne im Einzelhandel kaufen und dann zahle ich auch meinetwegen 2-3 Euro mehr. Aber so, ja, warum? Ne? Gut, ich fädle jetzt die Schnürsenkel ein, dann muss ich ganz schnell duschen, dann muss ich mit dem Hund nochmal raus und dann muss ich ganz schnell zur Arbeit, weil ich hänge schon echt hinterher. Ich habe ja 12 Uhr Schicht. Kannst du jetzt nicht aufs Bett drauf gehen? Naja, arme Scheißerchen. Du bist heute auch ein bisschen kurz gekommen im Vlog, glaube ich. So, und wichtig ist, wenn man so expliziten und exquisiten Content aufgenommen hat, den man später erst bei der Bearbeitung verpixeln kann, bevor man aus dem Haus geht, wenn man die Kamera mitnimmt, Speicherkarte wechseln. Weihnachtsgeschenk vom Fleischer. So kümmert man sich um seine Kunden. Also, ich würde nicht mehr bestellen, ehrlich. Nicht mal eine Karte, nichts drin. Also, das nenne ich mal Marketing, ne? Ziemlich einfallslos. Aber so läuft Marketing hier auf der Insel. Komplett durchweg. So machen das alle hier. Hat 20 Jahre funktioniert, machen wir weiter so. Aber ihr wisst ja, ich bin nur der, der immer meckert. Boah, Kinders, ich war vorhin so müde auf Arbeit. Ich hätte sofort schlafen können. Ich war echt so müde.
War okay heute. Hat sich nur so ewig lang hingezogen. War nicht viel los, aber hat sich irgendwie hingezogen. Wie gesagt, ich will mich gar nicht lange aufhalten. Ich gehe jetzt schnell duschen und will dann so viel wie möglich vom Video schneiden und fertig kriegen. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, fertig zu schneiden, aber will wenigstens so viel wie möglich schaffen, dass ich morgen nicht mehr so viel machen muss, weil morgen habe ich auch 12 Uhr und dementsprechend wenig Zeit. Wie auch immer, wir werden sehen. Ja, die 12 Uhr Schichten sind scheiße. Tut mir leid, wenn es also nicht so tolle Videos sind, aber ja, manchmal ist das so, ne? Naja, ihr versteht schon. Gut, ja, also dann, wie gesagt, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis morgen. Tschüss. Krass gleich aus, ehrlich. No, wird dann demnächst wohl keine Videos mehr geben mit der 7D? Oder zumindest keine Videos mehr mit vernünftigem Ton? Was soll ich denn machen?